Die Erzählung folgt dem Schicksal des jungen Helden Beowulf vom Volk der Geatas, deren König anfangs noch Hygelac ist. Die Geatas sind gemäß Forschung wahrscheinlich mit den Gauten zu identifizieren, alternativ könnten Goten oder auch Jüten gemeint sein. Der Protagonist Beowulf, ein Held der Gauten, fährt mit 14 Gefährten nach Dänemark zu König Hrothgar, um ihm beizustehen. Die große Halle des dänischen Königs, Hieroth, wird von Grendel, einem menschenverschlingenden Ungeheuer, heimgesucht. Beowulf wird als Epos betrachtet, dessen Protagonist umherzieht, um seine Stärke im Kampf gegen übernatürliche Wesen und Untiere zu beweisen. Das Gedicht beginnt mit Beowulfs Ankunft in Dänemark, wo Grendels Übergriffe schon lange währen. Geschildert wird eine elaborierte Genealogie der Charaktere sowie die Art und Weise, wie die Figuren miteinander in verflochten sind. Die Krieger folgen einem Heldenkodex, der die Grundlage für alle Worte und Taten darstellt. Die im Gedicht beschriebene Gesellschaft legt Wert auf Ehre, Mut und Tapferkeit, Kämpfer sind hoch angesehen und erreichen bedeutende Positionen. Der König, der die Position des Beschützers seines Landes innehat, erwartet den Kriegsdienst seiner Mannen, diese werden von ihm für ihren Einsatz mit Waffen, Wertgegenständen und Ländereien belohnt. Erwidernd sprach der Wettermerker, kühner Häuptling, der Kraftberühmte, unterm Helm hervor, an Hygelacs Tafel brechen wir Brot, Beowulf heiß ich. Sagen will ich dem Sohn des Heraldene, dem rühmlichen König der Reiseabsicht, woher die schimmernden Schilde führt dir, die Brünnen raubt, die bergenden Helme der Herrschaftsmenge. Bei Hrothgar bin ich in Amt und Dienst. Ausländer schaut ich kaum so viele von kühnerem Aussehen. Nicht Ächtung mein ich, nur edler Mut und Heldensinn führt euch in Hrothgars Saal. Sprach der Wettermerker, kühner Häuptling, der Kraftberühmte, unterm Helm hervor. An Hygelacs Tafel brechen wir Brot. Beowulf heiß ich. Sagen will ich dem Sohn des Heraldene, dem rühmlichen König, der Reiseabsicht. Falls dein würdiger Fürst es gewähren will, dass dem Edlen wir vor das Antlitz treten. Wulfgar, sagte der Wendlenfürst, sein mutiger Sinn war manchem bekannt, seine Kühnheit und Klugheit. Den König der Dänen, den Fürsten der Süldinge, fragen will ich, woher die schimmernden Schilde führt ihr, die Brünnen grau, die bergenden Helme, der Heerschäftemenge. Bei Hrothgar bin ich in Amt und Dienst. Ausländer schaut ich kaum, so viele von kühnerem Aussehen. Nicht Ächtung, mein ich, nur edler Mut und Heldensinn führt euch in Hrothgars Saal. Dem Brecher der Ringe die Bitte erfüllend, dem edlen Herrscher dein Anliegen melden und eiligst dann dir die Antwort künden, die der Gütige mir zu geben geruht.